Martin hat ja eben schon in der Matz gezeigt, dass er, glaube ich, der uneheliche Sohn von Spider-Man ist. Aber wie gesagt, es ist ein ganz normales Hanfseil. Bitte klettern, nicht rauchen. Und oben wartet Rapunzel. Ja, und der als erstes diese Glocke betätigt, der hat dieses Spiel gewonnen. Wir haben ein Limit von einer Minute. Das heißt, wenn ihr es nicht schafft, da lacht er schon bei einer Minute. Ja, okay. 10 Sekunden da oben. Wenn ihr es innerhalb von 60 Sekunden nicht schaffen solltet, dann wird genau nach einer Minute das Spiel angehalten. Sprich, das Spiel ist zu Ende und wir schauen, wer ist in 60 Sekunden höher gekommen. Alles klar? Ja, probieren muss man es auf jeden Fall mal. Ja, ja, natürlich. Mach dich ruhig warm. Also, das sind 9 Meter. Fabian Hambüchen schafft das mit einem Arm und ihr dürft sogar heute ausnahmsweise beide benutzen. Hände dürft ihr schon mal dran nehmen. Vorsicht mit dem Seil. Wenn ihr es zwischen die Beine klemmt, das könnte euer eigenes sein. Wenn ich oben bin, ne, und loslasse, dann hält mich das Seil hier, ja? Ja, so hatten wir es eigentlich vor. Nicht, dass die Hände... Nein, nein, das kannst du. Du brauchst ja auch eine Hand dann zum Bimmeln. Aber komm erst mal oben an. Ja? So, es geht los. Spiel 1, das Seil. Los, auf die Plätze, werde ich los. 9 Meter bis zur Hallendecke. Die Frage, wer lässt die Glocke läuten? Martin ist besser vom Boden weggekommen. Ist der Glocke schon ganz nah. Stefan hängt ein bisschen hinterher, das schafft er nicht mehr. Und das erste Spiel geht souverän an Martin. Herzlichen Glückwunsch. Also Technik. 2000 Euro. Bitte? 2000 Euro. Echt? Ja. Was ist bei euch? 2000 Euro. Wow. Echt? Unfassbar. Das ist 500 Euro. Wie viele Sekunden waren das? Hat einer mitgestoppt? Aber das ist schon Spezialdisziplin bei euch, oder? Das macht ihr ständig im Training. Gern. Ja, ja. Ach, schau mal, ich war also, sagen wir mal, ich eine Minute mehr. Du warst du warst ja auf der Hälfte. Ich war selbst verwundert, dass ich hochgekommen bin, weil diese Technik, ich kann mich nur noch an die... Schön die Slow-Mo. Ja, ich kann mich nur an die Schulzeit erinnern. Das Problem ist, wenn man das Seil mit den Füßen einklemmt, um weiterzugreifen. Ne? Diese Technik muss man drauf haben. Ja. Dann kann man sich viel Armkraft sparen. Oh, Stefan sieht jetzt schon... Stefan... Für mich ist nur wichtig, dass es nicht Spiel 15 war. So. Das war schade, ich habe mich auch eher... So, Stefan sieht jetzt schon aus wie Pete Doherty, also wir hoffen, dass das nächste Spiel doch vielleicht einen Ausgleich schaffen wird. Oder die Führung für Stefan. Das ist Spiel Nummer 2. 1-0 für Martin. Gucken wir erstmal, ja, das hätten wir uns denken können, hier das erste Pünktchen für Martin, also...